Oh, und damit willkommen wir zurück zu Twisted Insurrection. So, jetzt haben wir mal eine Notmission, die mal ein bisschen länger dauern könnte. Die ist absolut nervig zu Anfang. Die macht keinen Spaß. Das hat schon echt mit einer Glückssache zu tun, dass du hier mal weiterkommst. Und dass du hier nicht so festbackst am Anfang. Ihr kommt mal mit. Ihr kommt auch mal mit. Ja, Access-Suit-Soldaten, nicht lustig. Mit den nervigsten Gegner hier. Du siehst nichts, wenn die schießen, ne? Oh, ausnahmsweise wieder mal ein Loch in der Wand. Perfekt. Lass den Sommer mal ruhig in Ruhe. Perfekt, dass der Vulkanturm noch stehen geblieben ist. Wenn ihr ganz viel Pech habt, kommen hier noch zwei Panzer angefahren. Und noch ein Scatterpack. Und das gilt es auch zu vermeiden. Genau, das wollen wir noch erreichen. Jetzt warten wir noch auf den Sammler hier. Oh, lass den Sammler ein bisschen ruhen, Leute. Meine Güte. Dass sie nicht so rumhampeln. Mit einer Kombination machen. Auf die Türme müsst ihr unbedingt aufpassen. Die sind hier überall schön verteilt auf der Karte. Nicht schön. So, das ist ein Ingi. Überall fallen so Patrouille. Nicht lustig. Gut, der ist weg. Jetzt kommt ein Part, der natürlich sehr, sehr ekelhaft werden kann. So ein bisschen aufpassen hier. Ich muss die ganzen GDI-Truppen hier vernichten. Oh, die oder Sachen kaputt machen. Ja, alles gut. Alles gut. Nichts reparieren, alles hier. Fix reparieren. Unbedingt, ja, komm, gehen wir auf den Sack. Alles kein Problem. Eine
natürlich haben sie es kaputt bekommen. Natürlich. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, was ich jetzt hier mache. Die erste Angriffsphase ist echt ekelhaft. Ich muss auch mal Panzer brauchen, nicht Vogel. Ach komm, fahrt man sogar mal dahin. Hier vorne mit hin. Jetzt bin ich gerade geheuer, was hier passiert. Wir speichern mal, das Spiel kann, es könnte wieder abstürzen. Ja, genau deswegen fahre ich hier so irgendwie drauf. Genau deswegen. Das Tor brauchen wir nicht. Ja, wir müssen erstmal ein bisschen verteidigen hier. Nützt allerdings. Die müssen immer so ein Viech sein. Ne, ja, der Berserker. Der macht unheimlich viel Spaß. Kommt mal mit, mach mal sofort die Insel hier klar. Ganz ruhig. Müssen wir so Viecher hier wegmachen. So, das Feld ist erstmal für... erstmal Ruhe. So, dann die Eigebäude. Damit. Jetzt heißt es erstmal bauen wie ein Bekloppter. Müssen noch ein paar Flugabwehrpanzer hier hinpacken. Die kommen auch gleich. Ja, sollen die jetzt mal hier rumfahren? Das ist wie die. Was heißt hier die? Das ist wieder wie Inselkampf hier. Wir müssen uns mal die ganzen Verteidigungssysteme hier außer Kraft setzen. Gut, ich packe mal hier vorne mit seinem Kollege. Wenn diese Flugabwehrfahrzeuge fahren, schießen sie Raketen. Wenn sie aufgestellt sind, ist es Laser. Falls ihr das nicht wusstet. Junge, willst du mich verarschen? Drecksniper.
Guck mal hier vorne, dann schaut es nicht. Also die Eclipse-Panzer hätten wirklich noch einen Tacken mehr Reichweite vertragen können. Hm, brauchen noch mal drei Sammler. Ihr bleibt mal hier vorne. Wollen die mal Lotte hier wegschießen? Maximal nervig sowas. Komm mal mit. Guck dir an, die hat eine höhere Reichweite als unsere Eclipse-Panzer, das kannst du dir nicht ausdenken. Ist das noch fair? Ja, das ist eine EMP-Drohne. Duty, jetzt mal wegfahren. Vergesse ich mal ganz gerne. Gucken, was wir machen, erstmal zuerst die hier zerstören. Peacekeeper. Aber wie heißt es nochmal? Ich vertausche die immer. Peacekeeper sind die kleinen. Das sind wiederum ganz andere. Hm, nur einer? Oh, verkauft. Das ist doch besser. Ja, komm mal mit. Noch gebaut. Komm, wir übertreiben ein bisschen. So, den Typen hier vorne. So ein bisschen in den Wald wegschießen. Alles wegfackeln. So, das ist wirklich Strom. Diese Generatoren versorgen diese Defensivstellung mit Strom. Auch mal wichtig zu wissen, sowas. Zählt denn der bitte aus? Ach, da steht auch noch was. Ich hab schon fast wieder vergessen. Gut, verkauft. Muss man zum Boden gut machen, weil ab hier beginnt die Globotech-Basis. Weg mit dir. Normal könnten wir auch die Brücke zerstören, weil so viele Defensivstellungen, da kommst du nicht so eben rüber. Aber die würden das jetzt nicht schaffen. Kommt mal mit. Da muss ich ein bisschen durchfuchsen hier. Gucken, dass wir anderweitig ein bisschen was zerstören.
Ich kann nur hoffen, dass das nicht reparieren. Das haben sie vorher auch nicht gemacht. Mal ein bisschen Ruhe, dann kommen sie wenigstens von der Seite aus. Das kann ich auch ganz gut verteidigen. Aber bis die Eclipse-Panzer so ein Rückhalt zerstört haben, das dauert auch. Aber sobald wir mit Fahrzeugen drauf sind und die Defensivtürme fangen an zu schießen, ja, das wird schon schwer. So, wir brauchen Flugabwehr. Weil sonst bringt uns das Ganze hier überhaupt nichts, weil Globotech setzt hier sehr viele Drohnen ein. Das sieht auch sehr schön aus. Überall wird gearbeitet, Geld ist... der Fluss ist da, aber nicht so, wie ich es gerne haben möchte. Okay, drei Stück sind schon mal da. Den vierten nehmen wir auch noch mit. Insufficient funds. Unit ready. Schauen wir mal, was für anderweitig in die Basis reinkommen. Und immer wieder speichern. Yes, sir. Unit ready. Interessant. Unit ready. Auch eine Defense. Aber eher das. Keine Ahnung. Yes, sir. Going. Unit ready. I'm going. Where there's smoke, there's fire. Going. Rein hier. Jetzt geht's schon in die erste Verteidigungslinie von Globotech. Die hat schon in sich. Unit lost. Und wenn wir einiges verlieren. Das ist nicht schön. Nicht auf der Brücke. Ah, die bauen so schnell nach. Unit lost. Gegen Quantristen haben die so keine Chance. Okay, Flugabwehr hat die ist weg. Die ist komplett Schrott. Na ja, klar. Warum von selber angreifen? Hat ja gar keinen Sinn. Mal so einen kleinen Mix machen. Oh, und wir werden noch so viele Einheiten verlieren. Das ist auch so gut bewacht da. Guck, dass wir noch ein bisschen Flugabwehr hier überall aufstellen. Dass alles schön verteilt ist. Ja, die bauen wieder auf. Oh nein! Ich
Das ist gerade irgendwie der Nachteil hier. Okay, los Abwehr. Die Verengung auf diesen Karten, die machten keinen Spaß. Die machen einfach keinen Spaß. Nochmal zurück, Peter. Die Drohnen schon mal hier sind. Dann fahren sie wieder zurück. Ihr müsst doch schießen, Leute. Was macht ihr denn da für eine Scheiße? Gut, verkauft. Schöne Ablenkung. Zu einem Bau verwenden. Ich habe keine Flammpanzer mehr. Scheiße. Das ist natürlich wieder perfekt. Der Land, dass der Scharfschütze hier das Platt gemacht hat. Ich rede witzig. Natürlich kommt die GDI dazu. War ja klar. Ihr müsst nicht attackieren, Leute. Ich hab zu euch gesagt, ihr sollt. Ach, warum weißt du? Einfach nur witzlos. Teilweise echt, das ist echt witzlos. Schickst sie hin, dass sie verteidigen sollen. Besser gesagt, sie sollen das Gebiet angreifen. Wenn irgendwas in der Nähe ist. Die tun's nicht. Das ist cool. Da ist der Bau. Vergiss es, Kollege. Kaserne brauchst du nicht. Wie sich diese dreckige GDI einlöscht. Muss ich ja noch einen Cup setzen oder was? Unit ready. Was schießen die? So. Ah. Ja, das sind über die Defensivstellung. Ich hab jetzt kein Profil. Oh. Es dürfen eigentlich keine Drohnen mehr kommen von denen. Hier, kommt mal mit. Ich hab grad die Schnauze voll. Wo ist die Pfeife? Wo ist er schon weg? Inferno, scorched earth. 100 hour and approaching.
Get ready. Unit ready. Ja, mal habt ihr die Langeweile hier oder was? Unit ready. Lass mal hier weiterkommen. Gibt's noch ein paar GTI-Sachen. Komm, verjagt sie, verjagt sie. Mehr Zeit. Überall gammeln sie rum. Unit lost. Unit ready. Fall back! Ja, ja. Schön, noch ein Inji versteckt da in der Ecke. Kein Problem. So, hier geht's zur GDI-Basis hin. Sollten mal speichern. Ich dachte gerade, das Spiel spielt ab. Oh mein Gott. Jetzt kommt zum Außenposten von Lowotech. Nur weil es ein Außenposten ist, heißt noch lange nicht, dass das nicht beschützt ist. Wasserweg, der wäre jetzt einfacher für uns. Dass wir unsere Einheit erstmal wieder bündeln. Da kommen sie auch wieder zurück. Gut, dann machen wir erstmal die Globotech-Basis hier platt. Schaffen sie das eigentlich hier? The Divine Flame serves us well. Unit ready. Insufficient fire. Ja, perfekt. Müssen wir erstmal hier bleiben. Unit ready. Unit ready. Perfekt. Sehr schön, dass wir schützen. So, eine Verstärkung. Vergessen mitzunehmen, das Ding. Ich meine, die Straße hier führt, ja, die führt auch zur GDI-Basis hin. Es gibt einen Weg da rein, der funktioniert nur mit den Inferno-Panzern. So ein kleiner Hintereingang der GDI, aber ich denke mal, wir kommen auch so ganz gut rein. Wir müssen nur ein bisschen mehr pushen. Aha, guck mal hier. Komm, wir jagen erstmal ein paar Railgun-Panzer. Wollen wir voll auf den Sack gehen hier. Der haut schon ab, der denkt sich auch, oh nee, keine Lust heute. Packen wir auf eins. Und voll drauf. Alles vernichten hier. So, die Defensivstellung ist zerstört. Und jedes Gebäude von der Lowotech hier zerstören. Unit ready.
gar nichts. Ich will einfach alles platt haben. Unit lost. Unit lost. Enter. Unit red. Oh. Unit lost. Ah, das ist gar nicht gut. Das ist Kraftwerk von denen. Unit lost. Unit lost. Unit lost. Unit lost. Wo hatten wir überhaupt nur Strom? Das war gerade das Kraftwerk, aber egal. Unit lost. Unit ready. Das sind zwar keine Logotech-Gebäude, aber wenn... alles. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Hä? Wo denn? Das kann nur hier oben sein. Aber war ja nicht fest dran, denn er sich noch zwei Basen machen müssen. Versuch schon so schnell wie möglich zu machen, ja. Okay, die Basis ist komplett down. Dann lass ich mal an. Ach du Schande, was steht denn da oben? Das meint, wenn wir jetzt hier oben stehen würden, die würden uns so weghauen. Unit lost. Unit lost. Ja, deswegen ich auch nicht langfahren. Die können nicht anders. Oder man lockt Globotec einfach raus. Das ist auch geil. Ein bisschen mehr von denen bauen. Aber schon gut, dass die zwei Defensivsysteme weg sind. Okay, müssen wir doch von da oben angreifen. Oh, warte, wir können noch mal gucken. Ah, das ist riskant. Das ist sehr riskant von hier. Komm, dann greift immer von hier oben an. Machen wir einen Zwei-Fronten-Krieg. Unit ready. Unit ready. Unit lost. Wahrscheinlich. Inferno tank. Ready in. Unit ready. What do you require? I'm on captain. Unit ready. Komm, das ist ein Selbstmordkommando. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Unit lost. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Unit lost. Unit lost. Ah, ich habe keine Flugabwehr mitgenommen. Das soll ich natürlich dringend nachholen. Unit ready. On hold. Building. Aber ohne Flugabwehr kannst du das hier komplett vergessen. Unit ready. Und wenn die jetzt hier im Jumpjet Trooper mal mitkommen. Unit lost. Unit ready.
hoffe, das war es jetzt auch mit den Verteidigungstürmen hier. Weil hier könnte ja auch noch was sein, was. Aber hier kommen wir ja nicht hin. Können wir mal einen da hinschicken. Nicht, dass nachher noch was da ist. Wäre nicht so gut. So ein paar Flammenpanzer mitnehmen. Was ist denn hier? Unit ready. The divine flame serves us well. Unit ready. Unit ready. Training. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Sehr schön. Unit ready. Wo sind denn hier Sniper? Ach, da. Das ist eine Frage. Sniper? Wo? Ich glaube nicht, dass die so wichtig sind. Okay, Exosuit-Soldat. Unit ready. Unit ready. Sollen sie mal hier bleiben? Unit ready. Inferno Tank, ready and willing. Unit ready. Das könnte ja gut laufen. Na, wir probieren es mal aus. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Insufficient funds. Inferno tank not ready yet. Unit lost. Unit ready. Weg mit den Kraftwerken. Ganz wichtig. Oh, Railgun, meine Güte. Unit lost. Unit lost. Kleiner Überfall auf die GDI. Unit lost. Kein Problem. Unit lost. Unit ready. Kein Problem. Wahrscheinlich. Unit lost. Let's purify it. Scorch. From flesh to ash. From flesh to ash. Unleash the inferno. Man sieht vor lauter Flammen gar nichts mehr hier. Was sieht hier aus, ey, meine Güte. Die wollen alle repariert werden. Könnt ihr vergessen, Leute, ist ausverkauft. Okay. Kraftwerke hier. Unit ready. Scorch. No, let's purify. No, from the flesh. Scorch. To ash. Everything will go up in smoke. Unit ready. Yes, sir. Where there's smoke, there's fire. Was haben wir noch? Müssen wir die Truppen auch zerstören oder was? Unit ready. Oh, boy. Insufficient funds. Darkness approaching. Everything will go up in smoke. Unit ready. Ach, das ist ein Gebäude. Da noch nachgebaut. Ging auch fix. Unit ready. Everything will go up in smoke. Scorch.
ready. Scorched Earth. Gaining momentum. Yes, sir. Going. Oh, ich hab keinen Bock zu suchen. Sag mir nicht, ich muss den auch vernichten, den Typen. On hold. Building. Oh, weil muss ich das eine Gebäude wieder suchen, ne? Das ist so nervig. Entweder Gebäude oder es sind noch hier wirklich die Truppen, die hier rumlaufen. Oh oh. Unit ready. Gravity? Not a problem. Scorched. Scorched. Ach, guck mal, hier oben ist auch noch was. Huch. Gar nicht gesehen. Boah, endlich. Mission accomplished. Ja, also bei der Mission kann ich euch nur raten, den Anfang, boah, das müsst ihr ein paar Mal üben. Das muss ich auch jetzt ein paar Runden jetzt mal erspielen, wie ich das jetzt am besten mache. Vorteil in Version 0.8, dass die Walker Mars keine Raketen mehr schießen, sondern Granaten. Bei der 0.7 war das sehr, sehr schwer reinzukommen. Es war sehr, oh, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie schwer das war. Mit dem Upgrade auf die Granaten ist das etwas leichter geworden, aber dennoch müsst ihr auch schnell sein. Und sobald die Basis erobert wurde, ist es nur ein Kinderspiel. Also es ist echt sehr einfach dann. Nur der Anfang ist sehr, sehr bissig, der Rest einfach. Das einzige Nervige ist einfach dieser Inselkampf wieder, dass du wieder von Insel zu Insel rüberfahren musst und durchkämpfen musst. Das ist schon ein bisschen anstrengend, aber es geht. Ja gut, ihr Lieben, wir tragen uns einmal ein und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und bis dann.